Okidoki. Frau Viola von Kramon in Herzberg am Harz, im Garten der Zukunftswerkstatt, zu Besuch. Herzlich willkommen. Sie machen heute eine kleine Tour durch unsere Region. Und da wollte ich erstmal Sie fragen oder bitten, ob Sie sich kurz vorstellen können, denn möglicherweise kennen Sie einige Herzberger noch nicht. Ja, hallo, herzlichen Dank. Ich bin heute, ich glaube, das dritte oder vierte Mal in Herzberg. Mein Name ist Viola von Kramon. Ich bin grüne Bundestagsabgeordnete für diese Region, also für Osterode, Goslar und Northeim. Ich stamme ursprünglich aus dem Landkreis Göttingen, bin seit 2009 im Bundestag und dort unter anderem für Europa, Sport und Außenpolitik zuständig. Okay, vielen Dank für diesen Überblick. Und ich habe im Internet ein klein wenig recherchiert und festgestellt, dass Sie halt heute verschiedene Tagestermine haben, die Sie halt wahrgenommen haben. Wie ich gehört habe, waren Sie als erstes in der Druckerei Jungfer. Ist das richtig? Genau, die Druckerei Jungfer ist ein echtes Aushängeschild der Region, macht hervorragende, zukunftsweisende Industrie und im Grunde auch Wirtschaftspolitik, muss man sagen. Ich war sehr beeindruckt von dem Konzept, ich war sehr beeindruckt von den Energieeinsparmaßnahmen, von dem ressourcenschonenden Verfahren und eben auch von der im Grunde Rückgewinnung des Öls, was man früher verbrannt hat. Und ich glaube, das muss man einfach noch viel weiter in die Region hinaustragen, das muss man auch im Land viel besser bekannt machen, weil das sind Vorbilder, die brauchen wir. Mhm. Vielen herzlichen Dank. Also könnte man dann sagen, dass die Druckerei Jungfer auch als Ausbildungsbetrieb in unserer Region Vorreiterrolle hat, auch insgesamt, was halt grüne Maßnahmen betrifft, um halt ökologisch sinnvoll die Druckerzeugnisse herzustellen, die eine Industrielandschaft wie Deutschland benötigt. Ja, absolut. Also Sie sind auf der einen Seite, ich glaube, was Industriepolitik, was Druckerzeugnisse angeht, was ökologische Industriepolitik angeht, Vorreiter, aber eben auch, was Sie sagten, ausbildungstechnisch. Sie haben heute Ihre 25 neuen Auszubildenden in Empfang genommen und ich glaube, das ist eine extrem hohe Quote. Sie achten sehr darauf, dass Sie hier die Leute in der Region eben auch aus- und weiterbilden. Mhm. Vielen herzlichen Dank. Der nächste Termin, um direkt überzuleiten, ging zum Waldschwimmbad nach Scharzfeld, ein kleiner Vorort in Richtung Bad Lauterberg von Herzberg. Und wie ich in der Presse gelesen habe, geht es darum, dass überlegt wird, dieses Schwimmbad zu schließen. Irgendwie hängt das wahrscheinlich auch mit Kosten zusammen. Was konnten Sie denn darüber erfahren? Ja gut, das ist kein Einzelfall. Man muss einfach sagen, finanziell marode Kommunen haben immer damit zu kämpfen, dass sie überlegen, wie sie ihre Kosten senken können. Leider kam deswegen auch in Herzberg die Idee auf, möglicherweise das Waldschwimmbad, was wunderschön gelegen ist, was traumhaft ist, zu schließen. Ich glaube aber, die Idee ist vom Tisch. Und die Idee ist deswegen vom Tisch, weil man dort sehr viele engagierte Bürgerinnen und Bürger hat, weil sie einen Verein, einen Förderverein gegründet haben, weil sie verstanden haben, dass sie mit sehr viel Engagement zum einen natürlich mit eigenen Leistungen, aber natürlich auch mit Spenden, mit Sponsoren, mit neuen Konzepten die Stadt entlasten können, einen eigenen Beitrag leisten können und vermutlich für die nächsten Jahre dann auch der Stadt zeigen können, dass sie dieses Schwimmbad auf jeden Fall halten werden. Ja, hört sich interessant an. Ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Ich denke, da werden wir auch in Zukunft noch einiges drüber erfahren. Dann hatten Sie ja dann hier das Vergnügen im Garten der Zukunftswerkstatt. Wie gefällt es Ihnen denn hier? Ja, traumhaft. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte schon einiges gelesen hier über die Zukunftswerkstatt, aber einfach mal hier zu sein, mit den Leuten zu reden, zu horchen, was hier passiert an Integrationsmaßnahmen, was hier passiert im Rahmen von Ferienpass, künstlerische Eindrücke zu bekommen. Es wird aber auch im Bereich Landwirtschaft viel gemacht. Gärtnerei ist ein Schwerpunkt. Und einfach die Menschen. Das ist eine natürliche Art und Weise, sich zu treffen und diese Stadt wirklich aufzuwerten. Also ich glaube, das ist ein echter Pluspunkt für Herzberg. Vielen herzlichen Dank für das Lob. Also das freut mich natürlich zu hören, weil zum Beispiel die Stühle ist vielleicht dem einen oder anderen Zuschauer ein Begriff. Die sind ja bei einem Projekt, bei einem Ferienprojekt der Zukunftswerkstatt entstanden. Darüber hinausgehend hatten Sie aber bislang noch keinen Kontakt zu Gesine Langenkamp oder Wolfgang Trebing-Bachmann oder Lehmann Schaumann von der Zukunftswerkstatt selber. Doch, einige waren schon mit. Als Abgeordnete kann ich ja dreimal im Jahr 50 Leute aus meinem Wahlkreis nach Berlin einladen. Und Gesine Langenkamp war auf jeden Fall dabei. Wer sonst noch aus der Zukunftswerkstatt dabei war, ich habe eben gehört, 2-3 Leute waren mit in Berlin und deswegen waren mir Gesichter schon bekannt. So richtig zuordnen konnte ich sie noch nicht. Jetzt weiß ich, wo sie hingehören.
Na gut, aber aus den Gesprächen kann ich zumindest raushören, dass die Menschen sehr froh sind, dass sie hier sind. Und ich glaube, dass allein ihre Anwesenheit hier die Tätigkeiten und Arbeiten der Zukunftswerkstatt unterstützt, weil das ein sehr großer Anreiz ist, hier mal vorbeizukommen und den Verein zu besuchen bei ihr, bei der Arbeit und einfach mal gesellig zusammenzusitzen. Um das ein bisschen abzukürzen, heute Abend geht es dann direkt weiter nach Goslar. Fastenbrechen, muslimische Gemeinde in Goslar. Sie selbst sind aber keine Muslimin. Nein, ich bin keine Muslime, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir diesen interreligiösen Dialog viel stärker führen, als wir das vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben. Es gibt viele Kirchengemeinden, insbesondere hier in Osterode, die sich sehr engagiert um unterschiedliche muslimische Gemeinden im Landkreis oder in den Städten kümmern. Ich finde das wichtig. Heute Abend gehe ich nach Goslar, weil ich dort mit einem befreundeten Landtagsabgeordneten, Belet Onay, der ursprünglich aus Goslar kommt, eine Moschee besuche und der dort für alle, die Lust haben, für alle, die sich das mal anschauen wollen, das Fastenbrechen organisiert. Wenn das klappt, gucke ich mir das vielleicht auch nochmal in Osterode oder im nächsten Jahr in Nordheim an. Also ich bin da jetzt nicht fixiert auf Goslar, das bot sich jetzt halt heute so an. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns gerade für diese Feste und für diese kirchlichen Ereignisse oder besonderen Ereignisse stärker auch austauschen, weil das natürlich die eigene Religion dann auch besonders auszeichnet. Die Zukunftswerkstatt arbeitet sehr eng mit den Aleviten zusammen. Haben Sie denn Kontakt zu muslimischen Gemeinden hier aus der Herzberger Region direkt? Bei den Aleviten in Herzberg war ich noch nicht. Ich war bei der DITIB-Gemeinde in Osterode mehrmals und die waren eben auch mit, ich glaube, 25 Frauen im Juni in Berlin wieder mit der gleichen Wahlkreisreise, wie das eben auch die Frau Langkamp war vor einem Jahr. Also wir versuchen da schon eben auch aktiv auf die muslimischen Gemeinden zuzugehen. Aleviten ist ein guter Tipp, habe ich schon viel Positives gehört, ist sicherlich ein Punkt, den ich auch mal besuchen kann. Mhm. Vielen herzlichen Dank. Eine generelle Frage ist, vielleicht wissen das einige Leute hier aus der Region nicht. Vielleicht haben Sie Lust, das kurz zu erklären, wenn Ihnen das jetzt so spontan präsent ist. Fastenbrechen bei den Moslems im Islam, was bedeutet das denn überhaupt? Man darf von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang weder essen noch trinken. Und nachdem die Sonne untergegangen ist, den Kalender habe ich jetzt nicht parat, das ist heute kurz nach 9 soweit, wird dann eben ein besonderes Essen, ein besonders großes und außergewöhnliches Essen aufgefahren. Das ist in der Regel natürlich in der Familie so oder heute trifft man sich dann in der Gemeinde. Es ist vermutlich ein bisschen wie bei uns, besondere Anlässe, Weihnachten, Ostern etc. pp. Und da bin ich gespannt, das gucke ich mir heute gern mal an. Ja, ich glaube, das ist mit Sicherheit ein spannender Event, das mal zu erleben und auch ein bisschen was darüber zu erfahren. Gut, zum Abschluss, die Gretchenfrage ist natürlich, im September ist Bundestagswahl. Erklären Sie mir kurz, warum wählen die Herzberger Grünen? Ich hoffe, dass möglichst viele Herzberger sich für grüne Politik entscheiden, weil das aus meiner Sicht die zukunftsfähigste Politik ist. Wir machen uns darüber Gedanken, wie wir in der nächsten Generation weg vom Öl Energie erzeugen, wie wir die Leute hier vor Ort gut versorgen mit Gesundheit und Bildung. Wir wollen soziale Gerechtigkeit. Wir sehen, dass die Spanne zwischen den Menschen, die sehr viel Geld haben und denen, die immer weniger Geld haben, immer weiter auseinandergeht. Das heißt, wir wollen ein System schaffen, wo wir möglichst vielen Menschen einen guten Start in den Beruf ermöglichen, wo wir möglichst viel Arbeit eben auch in der Region schaffen. Und wir hoffen, dass wir zum Beispiel mit so einem Betrieb wie Jungfer und mit anderen, wo wir Anreize geben, in die richtigen Felder zu investieren, dass wir damit auch überzeugen können. Vielen herzlichen Dank für das Interview. Wie ich in dem Video mehrfach erwähnte, ein herzliches Dankeschön an Frau von Cramont, Mitglied des Deutschen Bundestages für die Partei Bündnis 90 Die Grünen, für das wunderbare Interview und ein großes Dankeschön an ihren Mitarbeiter, der während der Aufnahme die ganze Zeit meine Kamera festgehalten hat. Für die Überbelichtung kann der natürlich nichts. Ich habe die Kamera ursprünglich für einen schattigeren Platz eingestellt. Wir haben den Ort dann gewechselt und in der Aufregung habe ich vergessen, die Kamera halt darauf umzustellen. Ich hoffe, dass das Interview trotzdem ein großes Vergnügen für die Zuschauer ist und gebe hier jetzt noch ein paar Anregungen für weitere Filme rund um die Zukunftswerkstatt in Herzberg, die sehenswert sind. Alle jetzt Neugierigen und Interessierten sind natürlich herzlich eingeladen, zu Events der Zukunftswerkstatt Herzberg zu kommen und sind da herzlich willkommen.